Namaste. Ich möchte mich mit dir in diesem Yoga-Video auf eine kleine Bewegungsreise durch die Wirbelsäule durchbewegen. Es ist ein Kurzprogramm. Es ist unabhängig davon, ob du das so am Abend oder am Mittag oder am Morgen machen möchtest. Wenn du das jetzt am Morgen praktizierst, dann vielleicht magst du dir ein bisschen mehr Schwung geben, als ich das jetzt in der Stunde vorpraktiziere. Wenn du es am Abend genießen möchtest, vielleicht dann mit der Intention, dir mehr Zeit oder mehr Ruhe zu schenken bei den Dingen, die du machst. Generell ist es ein sehr schönes Programm, in dem wir die Wirbelsäule in den Mittelpunkt stellen und versuchen, die gesamte Beweglichkeit zu optimieren oder zu verbessern, dadurch auch Anspannungen oder Verspannungen aus dem Rücken zu lösen. Die Wirbelsäule an sich hat verschiedene Bewegungsformen und Möglichkeiten. Die erste ist die sogenannte axiale Streckung, also ein Aufrichten, ein Wachsen. Die Wirbelsäule streckt sich in ihrer Achse nach oben oder sinkt eben in sich ein. Zweite Bewegungsform ist die Vor- und Rückbeuge. Ja, ich kann mich nach vorn, runden, nach hinten bewegen. Dritte Bewegungsmöglichkeit ist die Seitbeuge, die Lateralflexion, also nach links und rechts mich neigen. Und die nächste Möglichkeit ist die Rotation, also das Drehen um die Achse der Wirbelsäule. Das kann sie alles isoliert, aber auch in Verbindung machen, also Seitbeuge und Drehung verbinden oder Vorbeuge und Drehung verbinden beispielsweise. Und das versuchen wir in diesem Video, um möglichst effektive Bewegungen für den gesamten Rückenbereich entstehen zu lassen. Wie immer gilt, mach das mit, bei dem du dich wohlfühlst. Lass das aus, was für dich nicht passt, weil es vielleicht nicht möglich ist oder sich einfach nicht gut anfühlt oder dein Rücken etwas anderes braucht als das, was dieses Video dir bietet. Also sei deine eigene innere Lehrpersönlichkeit und dann kann ich dich von außen begleiten und dir Ratschläge geben. Lass uns anfangen mit einem bequemen Sitz. Ein bequemer Sitz zeichnet sich dadurch aus, dass du zum einen etwas höher sitzt. Ich habe eine Unterlage gerade, ein Sitzkissen. Andererseits möglichst spannungsfrei in den Beinen und Hüftgelenken. Das kann dieser Schneidersitz sein, den ich dir im Moment anbiete, kann aber auch eine andere Form des Sitzes sein. Wenn du den Sitz gefunden hast, dann bring die Aufmerksamkeit erstmal zu dir. Spür dein Becken und lass es im Gefühl etwas tiefer nach unten in die Unterlage hineinsinken. Und um die Sitzbeinhöcker wahrzunehmen, kannst du gerne mal eine Gesäßhälfte kurz anheben, mit der Hand unter das Gesäß kommen und dich ein bisschen zurücksetzen. Und spürst du so einen spitzen Knochen. Das ist ein Sitzbein oder der Höcker des Sitzbeins. Und das hast du auf beiden Gesäßhälften. Ich bitte dich, diese Sitzbeine ganz bewusst jetzt zu spüren und dein Becken so zu bewegen, dass du es nach vorn kippst und vor diese Höcker der Sitzbeine rollst. Und jetzt hinter die Sitzbeine rollst. Mach das ein paar Mal bitte. Dann beobachte auch gleich, dass das nicht nur eine isolierte Bewegung ist, sondern der gesamte Körper ein Gesamtwerk ist, das sich miteinander verbindet. Du bewegst das Becken, aber auch der Rücken bewegt sich mit. Ja, das Becken kippt nach vorn, Rücken geht in ein Hohlkreuz, Becken kippt nach hinten, Rücken schiebt nach hinten und rundet sich. Ja, dann haben wir schon diese ersten Bewegungen einer Vor- und Rückbeuge der Wirbelsäule in diesen Teil der Klasse integriert. Und lass das größer werden, extra einrunden, extra aufrichten. Manchmal knackt es dabei im Rücken, dann ist es sicherlich so, dass sich Wirbel, die sich verwringt haben oder aus ihrer Position herausbewegt haben, wieder zurückschieben. Das knackt dann manchmal. Besonders sind es die Facettengelenke, die die Wirbel miteinander verknüpfen. Die rasten dann wieder durch dieses Knacken ein. Gut, jetzt lass das kleiner werden und die Bewegung ausklingen. Gut, und jetzt mach eine Drehbewegung draus. Also dreh dich nach rechts. Die rechte Hand gerne nach hinten, um dich aufzustützen. Linke Hand an das Bein. Dreh dich nach rechts. Lass dein Becken schwer werden. Schraub dich hoch am Ende der Drehung. Atme und spür den Zug der Muskulatur im Rückenbereich. Feder dich ein bisschen in diese Drehung hinein.
Ja, so ganz locker leichtes Hineinschwingen und Federn. So dass es eine ganz elastische, freie Bewegung wird. Und dann komm wieder zurück. Spür nach. Komm zur zweiten Seite, linke Hand nach hinten, rechte Hand an das linke Bein. Dreh dich nach links, lass das Becken schwer werden und schraub dich am Ende der Drehung nach oben. Streck den Rücken nach oben. Spür auch hier das Verwringen deines gesamten Körpers. So eine Spannung oder eine Dehnungsspannung im Rückenbereich, vielleicht auch in der Bauchdecke, von rechts unten nach links oben, Richtung Brustkorb. Atme in dieser Drehung und feder dich jetzt sanft hinein. So kleine, spritzige Federbewegungen. Dann komm wieder zurück zur Mitte und nochmal Becken nach vorn kippen und nach hinten. Und dann komm mit dem Becken wieder an, den Brustkorb über dem Becken, richte dich auf, lass dein Becken schwer werden und den Brustkorb leicht werden. Roll die Schultern weich nach hinten. Einfach ein paar Mal. Ja, manchmal, gerade wenn wir so fest sind oder noch ganz viel Spannung und Stress im Körper ist, dann sind die Bewegungen so zackig und angespannt, dann lass sie weich werden. Ja, so ein Wohlgefühl, das du dir schenkst mit diesen Bewegungen. Und leg die Schultern locker ab. Heb sie nochmal hoch Richtung Ohren, spür die Spannung im Nackenbereich. Lass die Schultern los, lass die Schultern nach unten sinken. Nochmal Schultern hochziehen, einatmen, ausatmen, Schultern loslassen. Letztes Mal einatmen, Schultern nach oben ziehen, anspannen und ausatmen, loslassen. Heb beide Arme nach oben. Kreis nochmal rückwärts mit den Schultern. Dann spürst du die Schulterblätter. Die gleiten auf einer Muskelschicht des Rückens hoch und runter und manchmal hat die Muskulatur Verspannungen, dann rumpelt es ein bisschen, so als wären da kleine Knubbel unter den Schulterblättern. Das ist durchaus normal, dass das jetzt also rumpelt. Dann komm wieder an, heb die Schultern hoch, zieh die Ohren Richtung, nein, die Schultern Richtung Ohren, so rum. Streck die Arme noch ein bisschen höher, jetzt meinen rechten Arm ganz hoch ziehen, hoch, 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 Becken schwer machen und wieder zurück und linken Arm ganz hoch ziehen, hoch, hoch, ein bisschen größer und zurück. Mal einatmen, streck dich hoch, ausatmen, neig dich nach rechts, rechte Hand aufstützen, neig dich nach rechts, linken Arm über den Kopf und atmen. Wachs in die Länge der linken Seite, linke Hüfte bleibt schwer. Fingerspitzen streben nach rechts, atmen die linke Seite. Und jetzt spiel mit der Seitbeuge, tauch ein bisschen tiefer ein, feder dort hinein. Beobachte die Muskulatur, die sich in der linken Seite dehnt. Atme, dann lass das Federn ausschwingen, kipp dein Becken nach vorn und hinten in dieser Seitbeuge. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ja, wir vereinen viele Bewegungsrichtungen in multidimensionale Ideen. Und das aktiviert nicht nur die Muskulatur und die Knochen und die Gelenke, sondern auch das Bindegewebe des Körpers und die Faszienstrukturen, also dieses Netzwerk, das dem inneren Körper Halt gibt. Dreh dich nach rechts ein und nach links auf und alles bewegt sich weiter. Du fließt in die Seitbeuge, Becken bewegt sich, Oberkörper dreht sich. Beobachte neugierig, wie sich das anfühlt. Wo dehnt sich was? Wo zieht vielleicht was? Wo magst du dich noch weiter hineinbewegen? Und dann löst wieder auf, komm hoch, atme ein, streck beide Arme hoch, atme aus, neig dich nach links, linke Hand aufsetzen, rechten Arm über den Kopf nach links fließen lassen. Rechte Hüfte wird schwer. Und dann federn, also ganz weich und sanft in die Bewegung nach links. Die rechte Flanke wird jetzt gedehnt, das kannst du gut spüren wahrscheinlich. Nun, dann feder dich aus, kipp dein Becken nach hinten und nach vorn
Und wie fühlt sich das an in dieser Seite? Was geschieht in den Fasern deines Körpers? Und dann lass uns hier auch mal neugierig in die Drehung gleiten, nach links einschrauben, nach rechts aufschrauben. Dann stell dir vor, du suchst Strukturen in deinem Körper, die sich im Augenblick fester anfühlen als andere. Und jede Bewegung dient dazu, dieses Feste aus den Fasern herauszuarbeiten. Atme. Und dann komm einatmend nach oben, streck dich nochmal ganz groß, atme aus, entspann die Schultern, nochmal einatmen, räkel dich hoch, rechts und links nach oben und ausatmen, bring die Arme zurück nach unten und schüttel sie gerne aus, also ganz locker. Und führ die Arme etwas nach außen zur Seite, dreh die Arme einwärts und auswärts. Ja, die Höhe der Arme kannst du variieren. Du kannst sie auch Schulter hoch anheben oder etwas sinken lassen. Je nachdem, wie sich das jetzt anfühlt im Schulternackenbereich. Und auch hier ist es nicht eine isolierte Bewegung. Der Rücken macht mit. Wenn die Arme einwärts rotieren, rundet sich der Rücken. Wenn die Arme auswärts rotieren, streckt sich der Rücken. Das kannst du aufgreifen. Ja, extra betonen. Und vielleicht gibt es eine gute Atmung dazu. Und finde sie. Ja, und dann lass die Arme beim nächsten Mal auswärts rotiert. Richte den Oberkörper auf, leg die Schultern locker ab. Dreh nur die Unterarme und die Hände einwärts und auswärts. Also nicht mehr die Oberarme, auch nicht die Schultern. Nur die Unterarme. Das ist die Pronation und Supination der Unterarme. Und dann mal alles auswärts rotieren. Schultern glatten zurück, Schulterblätter fließen nach unten. Oberarme drehen auswärts, Ellenbogen zeigen nach unten. Unterarme drehen auswärts, Daumen zeigen nach hinten. Und jetzt streck die Arme. Stell dir ganz viel Raum zwischen den Fingerspitzen der linken und rechten Hand vor. Atme dich in dieses Strecken. Feder mit den Armen sanft nach unten. Das wird ein Luftpolster sein, dass du federst, dass du drückst. Und dann löst wieder auf. Schüttel nochmal die Arme aus. Und verschränk die Finger miteinander ganz locker. Und dann machst du ganz freie Bewegungen mit den Händen und für die Handgelenke. Also ganz locker einfach durchbewegen. Alles, was dir jetzt einfällt von Bewegungen, das kannst du machen. Und dann löst wieder auf. Spreiz die Hände, spreiz die Finger weit auseinander und jetzt drück die Finger zu einer Faust zusammen. Drück die Faust fest zusammen. Ja, drücken, drücken, drücken. Das spannt die Unterarme sehr gut an. Ja, wieder die Finger öffnen, ganz schnell öffnen, spreizen und Faust machen. Und drücken, drücken, drücken. Und das machst du weiter, ganz schnell, so schnell es geht. Öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen. Bisschen schneller. Ja, die Hände haben den ganzen Tag über zu tun, auch die Finger ganz viel zu tun. Besonders wenn du am Schreibtisch bist und an der Tastatur arbeitest, dann bewegen sich die Finger nicht mehr in alle möglichen Varianten, sondern nur noch sehr einseitig. Und das merkst du jetzt, es fängt vielleicht jetzt an zu brennen oder die Finger wollen nicht mehr so richtig oder die Unterarme weigern sich. Beobachte das, atme durch und nochmal öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen und ausschütteln. Gut. Ja, das ist sehr schön, um wirklich mal die Finger und die Sehnen und die Gelenke wieder durchzubewegen. Gut. Noch eine Bewegungsidee für den Kopf-Nackenbereich. Bitte dich, den rechten Arm zu heben und die Hand an das linke Ohr zu bringen, den Kopf nach rechts zu neigen. Ja, ohne es zu übertreiben, ohne mit der Hand zu drücken, einfach nur neigen. Jetzt senk die linke Hand, schieb den Handballen nach unten Richtung Boden, zieh also die linke Schulter zurück.
dann dehnst du die gesamte linke Seite des Nackenbereichs. Kannst du ja gerne kleine Bewegungen machen, nur wirklich die intensivste Dehnung dir aussuchen. Und dann löse wieder auf. Beweg am Ende, spür dich durch. Den linken Arm heben, Hand an das rechte Ohr, neig den Kopf sanft nach links, ohne zu drücken. Schieb den rechten Handball neben dir nach unten Richtung Boden. Zieh die rechte Schulter nach unten. Dann spannt sich die Muskulatur im rechten Teil des Nackens. Arbeite dich da mit kleinen Bewegungen hin. Und finde die Fasern, die am meisten Dehnung gebrauchen können. Komm wieder zurück, geh nochmal in die Bewegung. Manchmal rumpelt das ein bisschen jetzt im Nackenbereich, auch das ist nicht ungewöhnlich. Und dann komm wieder an. Stell dir die Nasenspitze vor, wie sie ein Pinsel ist, der eine ganz breite Acht, eine liegende Acht in den Raum zeichnet. Also mal mit der Nase eine breite liegende Acht. Versuch dabei wirklich weit in die Seite zu drehen, also ganz, ganz breit die Acht zu zeichnen, so breit es möglich ist. Nun wechsel die Richtung und erinnere dich daran, dass es am angenehmsten ist, wenn du das weich zeichnest, nicht zu schnell wirst, nicht zu fest wirst. Weich und fließend. Und dann komm in der Mitte wieder an und jetzt mal mit dem Kinn nochmal diese liegende Acht, mit dem Kinn. Und nicht den Unterkiefer verschieben, nur mit dem Kinn zeichnen. Und lass dir Zeit. Wenn es ein bisschen knirschelt, dann ist es auch nicht ungewöhnlich. Das ist eher der Wunsch deiner Facettengelenke, dass sie ein bisschen mehr Bewegung im Alltag genießen könnten. Auch hier nochmal die Richtung wechseln. Wieder in der Mitte an und nochmal in die Bewegung bitte fließen. Von unten nach oben, oben nach unten. Und dann komm zum Vierfüßler. Gut. Tauche mit dem Schulterbereich nach unten ein, sodass die Schulterblätter sich zueinander schmiegen. Ganz weit bei dem Brustkorb eintauchen. Jetzt drück die Hände nach unten, schieb dich nach oben. Weite den Abstand zwischen den Schulterblättern, weite dein T-Shirt und wieder eintauchen nach unten. Schulterblätter nähern sich an, adduzieren und dann schieb dich hoch zwischen den Schulterblättern. Die ziehen auseinander zur Seite deines Körpers, sie abduzieren. Mach das ein paar Mal. Gut. Wenn du das nächste Mal eingetaucht bist in den Schulterbereich, dann kipp dein Becken nach vorn, ein Hohlkreuz, zieh dein Brustbein nach vorn, bring den Blick nach vorn in den Pferderücken. Und jetzt komm in den Katzenbuckel, zieh dich hoch, zieh die Flanken hoch, zieh dich aus den Schultern hoch, roll den Kopf ein, schau Richtung Beine, Oberschenkel oder Becken. Einatmen in den Pferderücken, ausatmen in den Katzenbuckel. Einatmen in den Pferderücken, ausatmen in den Katzenbuckel. Noch zwei, dreimal.
Dann lande neutral und schlängel dich ein wenig durch. Also ganz locker und frei. Schlängeln und räkeln und mal die Richtung wechseln und was anderes probieren. Finde nochmal Strukturen, die sich freuen, dass sie sich bewegen dürfen. Und dann komme den nach unten schauenden Hund. Auch hier bitte weiter räkeln und schlängeln. Ja, das kann sehr vielfältig sein. Du kannst auf der Stelle laufen, also eine Ferse heben, eine senken. Oder mal das Becken nach rechts und links schieben und schauen, was das in den Körperseiten macht. Eine andere Idee wäre, kleine Sprünge mit den Füßen zu machen. Ganz fast so lautlose, weiche Sprünge. Ganz geschmeidig. Oder einfach mal das Becken hoch und runter zu schütteln. Und dann löst wieder auf, komm hier an, streck dich in die Lieblingshaltung hinein des abwärts schauenden Hundes und bleib ein paar Atemzüge. Atme tief. Mit dem Einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz. Mit dem Ausatmen zurück in den Hund. Schieb das Becken hoch. Einatmen, komm nach vorne in den hohen Liegestütz. Zieh den Brustkorb nach vorne, schieb die Fersen zurück. Ausatmen, schwing dich zurück in den Hund. Becken nach oben ziehen, Fersen senken. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Nochmal einatmen, nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmen, in die Bauchlage. Schüttel dein Becken hier ganz locker aus. Gut, dann lass es wieder ankommen, lass die Leisten schwer werden. Saug den Bauchnabel ein wenig nach oben. Roll die Schultern zurück und räkel dich jetzt schlängelnderweise nach rechts und links und ein bisschen höher. Eine, so wie eine Kobra, die sich nach oben schlängelt. Ja, und finde wieder schöne Strukturen im Rücken. Also schön meint die, die sich freuen, dass sie sich bewegen dürfen. Und mit dem nächsten Einatmen noch einmal nach oben. Die Kobra mit dem Ausatmen zurück in den Hund. Einatmen mit den Füßen nach vorne Richtung Hände. Ausatmen, eine weiche Vorbeuge, die Knie leicht gebeugt. Einatmen, komm in die Hocke, heb die Arme, streck dich hoch in den Stand. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, tauch ein mit den Fingern, komm über vorne nach oben, eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Atme aus in die Vorbeuge nach unten. Entspann die Schultern und den Nacken. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen in die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, über die Hocke wieder auftauchen, die Arme weit über die Seite, hoch zum Himmel. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, hier eintauchen, über vorn nach oben, eine kleine Rückbeuge. Ausatmen, verneig dich nach unten in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge, zieh den Brustkorb weit nach vorn, verlängere die Flanken. Ausatmen, fließ zurück nach unten. Rechter Fuß im Einatmen weit nach hinten aufsetzen. Becken ein bisschen tiefer und ausatmen, hier ankommen. Und dann Feder mit dem Becken, ganz locker, hoch, runter, rechts, links. Und spür wieder, wo Muskeln sich dehnen, wo Fasern aktiv werden. Und stell dir so ein spritziges, elastisches Federn vor. Gut, lass es ausschwingen. Setz im Ausatmen den linken Fuß zurück in den Hund. Einatmen, der Katzenbuckel, die Knie senken und Pferderücken. Ausatmen, das Kind, die Stirn Richtung Erde. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, zum abwärts schauenden Hund hochschwingen. Einatmen, in den hohen Liegestütz fließen. Ausatmen, in die Bauchlage gleiten. Einatmen, nach oben räkeln. Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, zurückschwingen in den abwärts schauenden Hund. Einatmend, den rechten Fuß nach vorn aufsetzen, Becken tief, Blick heben. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh dich nach vorn. Ausatmen, entspannen die ganze Vorbeuge. Einatmen, komm über die Hocke hoch.
Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorne hochkommen. Die Arme neben oder hinter die Ohren. Ausatmen, eine weiche Verneigung nach unten. Schultern, Nacken gelöst. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange Flanken. Brustkorb zieht vor. Ausatmen, gleite weich nach unten. Einatmen, setz den linken Fuß weit und langsam nach hinten. Ausatmen, erde dein Becken nach unten. Und dann mach hier wieder kleine Freudenhüpfer mit dem Becken. Ja, und kannst du dir wieder mehr Zeit lassen, also mal so ganz ruhig ergründen, wo hier was geschieht. Ja, dich mit dem Gefühl nach unten zu erden, in die Bewegung gleiten lassen. Oder so ein bisschen energetischer, spritziger, wirklich diese Bewegung lockerer, lebendiger werden lassen. Je nachdem, was du dir jetzt an diesem Abschnitt deines Tages gönnen möchtest. Und dann such wieder Fasern, Muskeln, die das genießen dürfen. Gut, dann lass es ausschwingen. Im nächsten Ausatmen rechts einen Schritt zurück in den Hund. Mal kleine Freudenhüpfer machen mit den Füßen. Becken ganz locker schwingen lassen. Und dann lande, senk die Fersen tief, zieh die Sitzbeine nach hinten hoch, atme aus. Einatmend Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend das Kind. Einatmen nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend der abwärts schauende Hund, schieb dich hoch. Einatmend hoher Liegestütz, ausatmend Bauchlage. Einatmend Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmend der abwärts schauende Hund. Einatmen, linker Fuß nach vorn, ausatmen, rechter Fuß nach vorn, ganz weiche Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Oberschenkel, Innenseiten schieben zurück, Brustkorb zieht vor. Ausatmen, gleite nach unten die Vorbeuge. Einatmen, über die Hocke auftauchen, streck dich ganz groß nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn wieder auftauchen, eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, in die Vorbeuge eintauchen, nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge, Rücken nach vorn strecken. Ausatmen, ganze Vorbeuge nach unten. Bleib hier einen Moment und beginn so kleine, lockere Federbewegungen mit dem Oberkörper. Ja. Vor dein Bein, neben dein Bein. Um die Beine herum, wie auch immer, ganz locker weich den Oberkörper so wellenartig federn lassen. Ja, das sind alles Bewegungsideen, dieses Federn für das Bindegewebe und Fasziengewebe. Das speichert Spannkraft im Körper und das aktivieren wir hier. Und lass dich ausgleiten. Atme tief durch, setze im nächsten Einatmen rechts einen großen Schritt zurück, ausatmen links zurück zum Hund. Einatmen Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen das Kind. Einatmen hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen der abwärts schauende Hund. Heb dein rechtes Bein und drück die rechte Hand kraftvoll in den Boden. Schaff ganz viel Länge in der rechten Seite, von der Hand bis hoch zum Fuß. Beug dein linkes Knie, heb dein rechtes Bein höher, schieb die Ferse weit nach hinten hoch und dann senk die linke Ferse auch mal wieder ein bisschen tiefer. Tief atmen, einatmen, hoher Liegestütz, rechtes Bein gehoben lassen, ausatmen, Bauchlage, rechtes Bein absetzen oder gehoben lassen. Einatmen, Cobra, ausatmen, Bauchnabel einziehen, abwärts schauender Hund, rechtes Bein hochschwingen, einatmen, rechten Fuß nach vorn aufsetzen. Ausatmen, linkes Bein auswärts drehen, dann kommt die Ferse zum Boden. Schau mal kurz, dass die Fersen an der Linie bitte sind. Und dreh das hintere Bein ein bisschen einwärts, der Fuß zeigt schräg zu dir nach vorn. Dann heb im rechten Fuß die Zehen, veranker den Fuß, spreiz die Zehen, senk sie zurück, ohne zu krallen. Hinteres Bein, auch mal die Zehen heben, hinteren Fuß, auffächern und ablegen. Jetzt rechter Ellenbogen an den Oberschenkelansatz, kurz hinter das Knie. Dreh den Oberkörper für Parshvakonasana nach links auf und streck den linken Arm über dem Kopf von mir weg. Atme.
Nun beobachte mal für dich, was magst du hier bewegen? Wo kannst du noch mehr Länge finden? Wo kannst du deine Mitte zentrieren? Wie atmest du? Atme nochmal tief durch, streck die linke Seite und komm dann ausatmend hoch. Richte den Oberkörper auf, die Hände an dein Becken. Schieb das Becken nach hinten weg, roll es ein und zieh es wieder nach vorn. Ich zeig es mal kurz von der Seite. Ich schiebe mein Becken nach hinten weg, roll es ein, schieb das Steißbein nach hinten runter und nehme das Becken wieder nach vorn. Vorteil, unterer Rücken ist lang und Bauchbereich hat eine leichte Grundspannung. Bewahre die, schließ auch den Beckenboden und dann räkel den Oberkörper lang nach oben. Räkel die Flanken hoch, lass den Brustkorb frei werden und streck die Arme seitwärts aus, ungefähr auf Schulterhöhe. Hier nochmal die Basis aufbauen, die Füße erden, Zehen entspannen, rechtes Knie beugen, linkes Bein über die Innenseite des Oberschenkels nach hinten schieben. Becken ist eingerollt, Körpermitte aktiv, Bauchnabel führt nach innen, Beckenboden schließt. Flanken lang und groß, Schultern frei, Arme fließen auseinander. Bring den Blick nach rechts und atme durch. So ein kurzer Moment zum Fokussieren. Mit dem Geist auf die Atmung, mit dem Blick in die Ferne auf einen Fixpunkt. Senk die linke Hand auf dein Bein, dreh den rechten Arm auswärts und dann streck ihn hoch zum Himmel. Streck die gesamte rechte Seite nochmal von der Hüfte bis in die Fingerspitzen groß. Atme ein, atme aus, spann die Körpermitte, neig dich nach links. Und dann spiel hier ein bisschen mit dieser Seitneigung. Mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dreh dich auch mal nach rechts auf. Und wo magst du hier ankommen? Wo ist es am schönsten? Räkel dich dort hinein. Mit Körper, Atmung und Geist. Und dann komm wieder zurück in diesen zweiten Helden. Breite die Arme aus. Atme ein, streck die Arme nach oben. Entlang der Flanken. Atme aus, neig dich nach rechts. Immer tief einatmen, rechten Arm ganz weit wegschieben. Ausatmen, Körpermitte spannen. Mal einatmen, streck beide Flanken. Ausatmen, bring die Hände zum Boden. Ein Schritt nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Brustkorb nach vorne, Oberschenkel innenseiten nach hinten. Ausatmen, ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Streck dich hoch. Atme aus, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Knie etwas beugen, nach vorne nach oben räkeln. Ausatmen, in eine weiche Vorbeuge entspannen. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Lang werden, ganz lang. Ausatmen, wieder nach unten zurückgleiten. Die Oberschenkelinnenseite nochmal nach hinten schieben. Einatmen, linker Fuß, großer Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen das Kind. Einatmen, schwing dich hoch, Katze und Pferd. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Linke Hand in den Boden drücken, rechtes Bein heben. Und streck dich ganz lang von der Hand bis hoch zum Fuß. Um dich noch ein bisschen mehr strecken zu können, bitte ich dich, dein rechtes Knie gut zu beugen. Linkes Bein noch ein bisschen höher in den Raum zu schieben. Und nach hinten hoch zu drücken, linke Hand nach unten zu schieben und dann am Ende dieses ganz intensiven Streckens die rechte Ferse wieder tiefer zu senken. Atme, atme aus, streck dich lang, atme ein in den hohen Liegestütz, Bauchnabel nach oben ziehen, atme aus, leg dich langsam ab oder lass dein linkes Bein gehoben. Einatmend in die Cobra, Schultern nach hinten. Ausatmen, Bauchnabel hoch in den Hund. Linkes Bein hoch. Einatmen, linker Fuß nach vorn. Ausatmen, rechtes Bein auswärts drehen. Die Ferse absetzen. Ich drehe mich kurz rum, dann kannst du das besser sehen. So, linken Fuß die Zehen bitte heben. Auffächern und ablegen.
Rechtes Bein tritt ein bisschen einwärts, Fuß zeigt schräg nach vorn. Auch hier im Einatmen die Zehen heben und ausatmen, auffächern und senken. Ihr stellt euch vor, der Innenseite des rechten Oberschenkels schiebt nach hinten. Linkes Knie beugt sich. Und jetzt stützt den linken Ellenbogen an den Oberschenkelansatz. Dreh dich nach rechts auf, streck den rechten Arm über dem Kopf aus. Die seitliche Winkelstellung, Parshvakonasana. Sie streckt die Flanke des Körpers, die rechte Flanke besonders. Schieb also die rechte Hand weit von dir weg. Atme aus und zentriere die Mitte. Atme ein und finde Raum zum Wachsen. Immer tief durchatmen. Und mit dem nächsten Einatmen komm hoch, richte dich auf. Atme aus und breite die Arme aus und senk die Hände an die Hüfte. Becken insgesamt nach hinten schieben. Einrollen, sodass dein Schambein Richtung Bauchnabel kommt. Schließ den Beckenboden und führe dein Becken zurück in die Ausgangsposition. Ja, Unterrücken lang, Steißbein schiebt nach unten, Schambein hebt an Richtung Bauchnabel. Bauchnabel fließt nach innen, Beckenboden von unten sanft und weich geschlossen. Von diesem Fundament drück nochmal die Füße nach unten. Erde sie, finde Halt und wachs umso befreiter mit dem Oberkörper hoch. Dann kannst du ruhig mal räkeln, die Hände an den Brustkorb und dann räkel ihn hoch. Finde Raum nach oben, sodass der gesamte Abstand vom Becken nach oben sich verlängert. Dann breite die Arme schulterhoch aus. Atme ein, wachs hoch. Atme aus, entspann die Schultern und Arme und dreh den Kopf nach links, schaue die linke Hand in die Ferne, finde einen Fixpunkt und lande mit Körper und Geist und lass es atmen. Die Bewegung räkeln, wieder lebendiger werden, rechte Hand absenken, linken Arm auswärts drehen und nach oben heben. Jetzt verlängere die gesamte linke Flanke, schieb dich richtig hoch, 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 atme ein und wachs noch höher, atme aus, spann die Mitte des Körpers, neig dich nach rechts. Und hier nochmal mit kleinen Wohlfühlbewegungen in die Haltung räkeln, spür wieder, was dein Körper mag, wo sich was besonders genüsslich dehnen dürfte. Vielleicht brauchst du noch eine kleine Drehung nach links hoch ein. Das ist also ganz organisch und lebendig. Gib der Atmung Freiraum. Mit dem nächsten Einatmen komm nach oben. Ausatmen, breite die Arme nach oben aus, streck dich lang, zieh dich einatmen ganz hoch, atme aus, Körper bitte spannen, neig dich nach links und jetzt einatmen, linken Arm ganz weit wegschieben, gesamte linke Flanke lang, ausatmen, Körper bitte spannen, einmal einatmen, strecken, noch länger werden, ausatmen, bring die Hände zurück, schwing dich zurück in den Hund und gern nochmal Becken hüpfen lassen, den Füßen laufen oder kleine Freudensprünge machen. Schüttel dich aus, räkel dich durch und lande. Entdeck deine Lieblingshaltung des abwärts schauenden Hundes und verweil dort. Lass es atmen in den Rücken. Letztes Mal ein kleiner Vinyasa, einatmen hoher Liegestütz, ausatmen tiefer Liegestütz oder in die Bauchlage ablegen, einatmen Cobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen abwärts schauender Hund, den Bauchnabel nach innen ziehen und dann ankommen. Einatmend Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend das Kind, einatmend in den Vierfüßler bitte kommen. Gut, und in Ruhe durchatmen. Nochmal kleine oder große Räkelbewegungen finden. Und
Lass die linke Hand aufgestützt. Krabbel mit der rechten Hand von dir weg. Atme aus und senk den Oberkörper nach unten. Leg die Stirn Richtung Erde. Rechte Hand entweder für die aktive Variante auf die Fingerkuppen. Rechter Oberarm zieht hoch, während du mit dem Brustkorb eintauchst. Kannst du diese aktive Länge und Streckung genießen. Oder wenn du es entspannter magst, dann senk einfach den rechten Unterarm und Ellenbogen zur Erde oder bring die Hand Richtung Kopf. Atme in diese Haltung. Und dann komm Schritt für Schritt wieder zurück zum Vierfüßler. Rechte Hand aufsetzen, linke Hand nach vorn schieben. Tauch ausatmend Richtung Erde. Auch hier die Wahl der Möglichkeiten aktiv. Dann bitte auf den Fingerkuppen der linken Hand bleiben, den Arm gestreckt lassen, den Oberarm hochschieben, während der Brustkorb nach unten sinkt. Oder passiv entspannt. Unterarm und Ellenbogen absetzen, vielleicht Ellenbogen nach außen ziehen und Hand Richtung Kopf bringen. Beobachte, wo die Ausatmung hilft, Spannung loszulassen. Und komm dann wieder zurück in den Vierfüßler. In der nächsten Ausatmung in den Katzenbuckel fließen. Mit der Einatmung in den Pferderücken. Das wieder ein paar Runden für dich selbst. Dann komm mittig an. Führ die großen Zehen zusammen, öffne die Knie breiter nach außen und jetzt senk dein Gesäß Richtung Fersen zurück. Lass die Hände vorn und während die Stirn nach unten gleitet Richtung Erde, können die Hände weiter nach vorn krabbeln und gleichzeitig das Gesäß zurück Richtung Fersen sinken. Denk dein Becken schwer und jetzt komm auf die Fingerkuppen. Heb die Oberarme, während der Brustkorb nach unten sinkt. Krabbel mit den Händen nach rechts. Folge mit dem Oberkörper, eventuell das Brustbein Richtung rechtes Knie. Denk daran, die Hüfte schwer zu lassen, linke Hüfte zurückzuschieben, mit der linken Hand nach rechts zu wandern. Beobachte für dich, wie weit du gehen möchtest. Nicht das Maximum ist das Beste, da wird das eher alles nur fest im Bereich der linken Seite. Komm vielleicht, wenn du merkst, wird alles fest, ein bisschen zurück. Auch hier kannst du in dieser aktiven Variante bleiben, auf den Fingerkuppen mit gestreckten Armen oder die Arme entspannt ablegen. Nimm in dieser Seitbeuge den Körper wahr, besonders den Rückenbereich, die linke Flanke, aber auch den unteren Rücken, linker Bereich des unteren Rückens. Wenn dort ein bisschen Zug und Dehnungsspannung ist, dann ist das etwas Gutes, dann löst das verspannte Bereiche auf. Falls es zu fest wird und nicht entspannter, dann komm ein bisschen zurück und justier nach. Atme durch. Dann krabbel wieder in die Mitte der Matte zurück.
Vergleich dort für einen Moment links mit rechts, sowohl was die körperliche Erfahrung angeht, als auch die Atmung. Krabbel nach links. Folge mit dem Oberkörper Richtung linkes Bein. Lass die rechte Hüfte zurücksinken. Mit dem rechten Arm nach links wegwandern. Deck die gesamte linke Seite kompakt und die rechte Seite lang und weit. Wenn du merkst, es wird zu weit, es wird zu fest, dann komm ein bisschen zurück. Komm dort an, wo du dich wohlfühlst und bleiben möchtest. Atme dich in diese Haltung. Entweder bleibst du aktiv auf den Fingerkuppen oder senkst die Unterarme entspannter zur Erde. Dann kommen auch hier wieder zurück zur Mitte. Krabbel mit den Händen Richtung Knie, dann rollt sich der Oberkörper nach oben. Kommst du zum Sitz, wechsel bitte in die Rückenlage. Stell die Füße dort auf, breite die Arme zur Seite aus. Leg ein Bein über das andere und beginn wie ein Pendel ganz sanft nach rechts und links zu schwingen. Nimm die Drehbewegung im Rücken wahr. Gestalte sie so, dass sich der Rücken wohlfühlt, sich daran erfreut. Wenn der gesamte Rücken teilhaben kann, dann kann der Kopf entgegengesetzt mitgleiten. Und lass dabei die Schultern geerdet. Vielleicht magst du es ruhiger, vielleicht eine Pause in einen oder beiden dieser Wendepunkte anlegen. Vielleicht magst du es dynamischer. Passt das für dich bitte an. Wenn du dann wieder in der Mitte ankommst, dann schlag das andere Bein über und mach genauso neugierig und erholsam weiter. Wenn du in der Mitte angekommen bist, dann stell beide Füße bitte auf und greif dir im Anschluss die Knie, umarm sie, umarm dich, räkel dich. Das ist eine sehr schöne, kompakte Haltung, die dem Rücken ganz viel wunderbaren Raum schenkt. Raum, um sich auszustrecken, sich zu entspannen und ein bisschen massiert zu werden.
finde einen Weg hoch zum Sitzen. Komm zurück zu einem bequemen Wohlfühlsitz. Wenn du ihn für dich entdeckt hast, dann schließ die Augen. Dann fällt es ein bisschen leichter, die Aufmerksamkeit jetzt im Inneren zu behalten. Dann tauch in das Körpergespür ein. Und stell dir vor, dass der innere Blick immer durch den Körper hindurch wandert, beobachtet, wie sich alles anfühlt. Und vielleicht auch noch die einen oder anderen Wünsche des Körpers aufgreift. Räkelwünsche, Bewegungswünsche. Dann lass das für dich bitte noch einmal entstehen, hier im Sitz. Und da wir diese Klasse im Sitzen begonnen haben und jetzt am Ende wieder im Sitz angekommen sind, ist es auch mal eine schöne Reflexion. Wie ist es jetzt, dein Körpergefühl? Jetzt im Vergleich zum Beginn, hat sich was verändert? Wenn ja, was hat sich verändert? Wie fühlt sich die Bewegung des Körpers an? Und wenn du dich durchgerackelt hast, dann lande wieder im Sitzen, in einer äußeren Ruhe, einer inneren Aufrichtung und Freiheit. Spür die Lebendigkeit deines Körpers. Und dann greif die Atmung auf, um sie zu vertiefen. Finde Räume im Inneren zum Atmen. Vielleicht findest du auch einen Eindruck für die Atmung. Wie fühlt die sich jetzt an? Welche Qualität hat sie? Und dann bekomm auch ein Gespür für dich selbst. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir jetzt? Lass uns in dieser Wahrnehmung dankbar diese Yoga-Klasse, diese Bewegungspraxis beenden. Bring die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zusammen. Das ist eine sehr schöne dankbare Geste für die Zeit, die du fandest, die Zeit, die du dir selbst schenktest. Atme beim nächsten Mal tiefer ein und tiefer aus. Und wenn du wieder tief einatmest, dann öffne die Arme zur Seite, mach einen großen Bogen nach oben. Wenn du ausatmest, bring die Hände zusammen vor die Stirn, vor den Mund, vor dein Herz. Noch einmal bitte, einatmend, die Arme ausbreiten, nach oben bringen, ausatmend, vor dir, zurück zum Herz führen. Und wenn du hier magst, dann verneig dich noch einmal mit diesem inneren Danke, dem inneren Lächeln für die Zeit, die du fandest, für dich selbst. Dann richte dich bitte wieder auf und öffne die Augen. Nutz einfach diese Bewegungspraxis immer dann, wenn es dir gut tut. Du kannst sie komplett mitmachen, du kannst dir Teile rausgreifen, vielleicht den Hauptteil, vielleicht die Vor- und Nachbereitung, also das, was davor und was danach kam, nochmal aufgreifen, mitmachen. Ansonsten immer zu allen passenden Möglichkeiten, die etwas Gutes tun, mit der Aufmerksamkeit nach innen, mit der Bewegung, die deinen Körper und deine Fasern und Strukturen deines Körpers mögen, mit der Wohlfühlzeit für dich selbst.
Ich wünsche sie dir auf dem Weg durch die nächsten Tage hindurch und sage herzliches Dankeschön für dein Interesse und für das Mitmachen. Bis hoffentlich bald. Namaste.